In Italien hat der Senat die Immunität des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini aufgehoben. Eine Mehrheit der Parlamentskammer in Rom stimmte für diese Entscheidung. Somit wird ein Prozess gegen den Chef der rechten Lega-Partei wegen seiner Anti-Flüchtlingspolitik möglich. Ein Gericht in Catania hatte Salvini des Amtsmissbrauchs und der Freiheitsberaubung von Flüchtlingen beschuldigt. Wenn ich nur aus Opportunismus, aus persönlicher Bequemlichkeit gehandelt hätte, dann hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen. Ich kann mit Stolz behaupten, das getan zu haben, was möglich war und was das italienische Volk vergessen hatte, nämlich ein Wahlversprechen einzuhalten. In Italien war jedem klar, dass mit einer Stimme für die Lega und für Salvini alles dafür getan würde, die Einreise illegaler Einwanderer zu verhindern. Salvini hatte im Juli des vergangenen Jahres mehr als 100 Flüchtlingen die Einreise per Schiff nach Italien verweigert. Ihm könnten im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft drohen.